Heidi ho, ihr kleinen Spaßfüchse. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Ich bin der Raffer und hinter der Kamera ist das Kameramädchen Julia und wir sind E-Vegan. Der vegane YouTube-Channel, der vegan kocht, weil alles andere würde keinen Sinn machen. Und heute machen wir Hühnerfrikassee. Ihr habt richtig gehört, Hühnerfrikassee, aber ohne Huhn. Nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, mir erzählen zu müssen, dass man ja vegan kein Hühnerfrikassee machen kann, denn das kann man machen mit Ersatz. Und zuallererst muss ich auch sagen, wir haben auf dem Foodblog stehen, wie die Version mit Sojamedaillons geht. Aber wir sind heute super faul und vielleicht will der eine oder andere von euch auch nicht Sojamedaillons machen, sondern greift lieber einfach zum fertigen Fakefleisch. In diesem Video zeigt mir einfach nur die Variante mit dem fertigen Fakefleisch. Wie gesagt, wenn ihr Sojamedaillons haben wollt, unten in der Infobox ist der Link zum Rezept und da findet ihr dann auch die Anleitung, wie wir die Sojamedaillons zubereiten. Wir brauchen für das Rezept Reis. Macht ja Sinn, weil Hühnerfrikassee isst man eigentlich mit Reis. Ich habe es noch nie mit was anderem gegessen. Vielleicht. Ich glaube, das ist auch Standard so, ja. Aber es könnte auch mit Pommes gut schmecken. Könnte. Müssen wir mal ausprobieren. Dann benötigen wir natürlich unser Hähnchen, Hähnchenersatz, wie auch immer. Könnt ihr aber auch drauf verzichten, je nachdem wie ihr wollt. Aber da das ja im Original drin ist, haben wir es natürlich auch hier drin, weil ein Hühnerfrikassee und Huhn ist ja kein Hühnerfrikassee. Wir benötigen Gemüse, weil es muss ja auch etwas Gesundes sein, damit wir auch gesund bleiben. Dafür haben wir eine Karotte, wir haben Spargel und wir haben TK-Erbsen. Wichtig, TK-Erbsen. Warum? Ist einfach so. Dann benötigen wir Wasser und Sahne, damit es auch flüssig wird, weil wir brauchen ja eine Soße. Wir haben Gewürze, ein Lorbeerblatt und etwas Mehl, um die Soße anzudicken. Und ich würde sagen, wir fangen an. Wir nehmen als allererstes unseren großen Topf. Da haben wir schon Wasser drin und das ist auch gut gesalzen. Das werden wir jetzt anschmeißen, wenn die Tastensperre mal draußen ist. Und tun gerade unseren anderen Topf, wo etwas Öl drin ist, auch heiß werden lassen. Denn dort kommt nämlich das Hühnchen rein. Das können wir jetzt auch schon rein tun, stirbt ja keiner von. Und den Reis tun wir auch gerade schon rein. Wir haben es heute ein bisschen eilig. So, während das jetzt alles heiß wird, kümmern wir uns jetzt schon mal um die Karotte. Dazu nehmen wir einfach eine Karotte und so einen Schäler und schälen einmal die Karotte. Und dann schneiden wir die Karotte einfach nur in Scheiben. Also nichts Außergewöhnliches. Alter, das geht ratzfatz heute. Hühnerfrikassee ist so ein simples, aber super leckeres und effektives Rezept. Das Hähnchenfleisch ist jetzt fertig. Wir haben das so auf Stufe 6 gehabt und ich habe das sehr oft zerkleinert, damit wir kleinere Brocken haben, weil ihr habt bestimmt eben schon gesehen, dass das ziemlich große Brocken sind und wir wollen ja schon ein bisschen filigraner arbeiten. Der nächste Schritt, den wir jetzt machen, weil der Reis ist immer noch am Kochen, ist die Soße zubereiten. Und da tun wir jetzt das Wasser mit dem Mehl zu dem Fake-Fleisch geben, rühren das um, bis die Klümpchen weg sind, hauen die Sahne und die Gewürze rein und lassen das mit dem Lorbeer. Der Lorbeer. Und wir geben dann noch die Gewürze und das Lorbeerblatt dazu und tun das 5 Minuten kochen lassen, nehmen dann das Lorbeerblatt raus und dann geht auch schon das Gemüse da rein. So, noch den Rest hinzugefügt. Wie gesagt, das ist ein super, super simples Rezept. Das kann auch die ganze Zeit bei Stufe 5, Stufe 6 köcheln. Das ist völlig egal, denn das Fake-Fleisch ist ja auch schon durch. So, wenn jetzt unsere Soße fertig ist, geben wir auch schon direkt das Gemüse bis auf den Spargel dazu, weil der Spargel ist ja schon ziemlich weich. Deswegen haben wir auch gefrorene Erbsen, weil die brauchen eh auch ein bisschen länger. Und dann werden die ungefähr mit den Karotten gleich schnell fertig. Den Spargel, da kümmern wir uns jetzt drum. Den schneiden wir nämlich jetzt so in circa, ich sag mal, 4-5 cm lange Streifen. Weil so einen ganzen Spargel hat ja noch keiner im Frikassee, glaube ich, gesehen. Weil natürlich auch so große Scheiben nicht im Frikassee sind. Aber tun wir ein bisschen Augenmaß. Wie gesagt, so zwischen 3 und 5 cm, das ist mehr als genug. Und das geben wir dann aber jetzt gleich erst hinzu, sobald das Lorbeerblatt dann auch draußen ist. So, die 5 Minuten sind rum. Wir nehmen also unser Lorbeerblatt raus. Denn das soll ja nur so einen ganz leichten Geschmack abgeben. Und jetzt kommt auch schon der Spargel hinzu. Den fügen wir jetzt hinzu, rühren wir alles schön um. Und dann lassen wir das alles nochmal so 5 bis maximal 10 Minuten auf der Herdplatte stehen. Das kommt jetzt darauf an, wie ihr eure Karotten gerne habt. Wenn ihr die sowieso vorab schon sehr dünn geschnitten habt, dann brauchen die natürlich nicht lange, um weich zu werden. Wenn ihr sagt, ihr mögt die ein bisschen bissfest, so wie wir das mögen, dann sind die in 5 Minuten circa fertig, weil der Reis ist nämlich auch gleich fertig, aber den könnt ihr auch für 5 oder 10 Minuten kurz zur Seite stellen, da passiert auch nichts mit. Und das lassen wir jetzt quasi so lang köcheln, bis der Reis durch ist und wir sagen, okay, die Karotten sind perfekt. Und dann servieren wir das zusammen und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich wieder, weil das ist auch schon die ganze Magic hinter Hühnerfrikassee gewesen, in vegan. Oh, und bevor ich es vergesse,
natürlich fehlt auch noch ein bisschen Pfeffer, weil alles andere ist schon drin. Wir haben schon gesalzen, wir haben unsere Gemüsebrühe, wir haben unseren Knoblauch, unseren Zucker. Ich glaube, mehr kann man gar nicht rein, gell? Mm-mm. Jetzt pfeffert ihr einfach noch nach Belieben und dann lasst ihr noch ein bisschen köcheln. Und hier haben wir Hühnerfrikassee à la I vegan. Und ich sage euch, das ist ein sehr gutes Hühnerfrikassee. Wie gesagt, die Karotten sind jetzt ein bisschen bissfest. Ihr könnt die aber auch schon am Anfang zu dem Fake-Fleisch geben, wenn ihr wollt. Dann ist es auf jeden Fall noch länger im Topf. Und dann habt ihr danach auf jeden Fall super weiche Karotte. Was ich eben auch noch gar nicht gesagt habe, wir haben auch noch einen Schuss Zitronensaft rein gemacht. Aber das schlaue Füchschen unter euch wird ja schon wahrscheinlich auf den Link unten geklickt haben und gesehen haben, dass da auch noch ein Teelöffel Zitronensaft reinkommt. Brauchen wir nämlich für das gewisse Prickeln hier hinten. Und damit würde ich sagen, es wäre super nett, wenn ihr jetzt diesen Channel mal unten schnell abonniert, die Glocke bimmelt und ein Like da lasst, einen netten Kommentar hinterlasst, das Video teilt und dann würde ich sagen, esse ich jetzt den Teller auf, ihr kocht nach und guckt mal Mittwoch hier rein, weil ich sage euch jetzt schon, das Mittwochrezept wird euch mehr als nur die Hose ausziehen. Und in dem Sinne sage ich, ich wünsche einen guten Appetit.